Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, wo immer Sie uns zuschauen in diesen Tagen, zum Gottesdienst am Altjahrsabend. Der Spruch über diesen Tag stammt aus Psalm 103 und lautet: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Diese Zuversicht und diese Zusage wollen wir mitnehmen in diesem Wechsel von einem alten in ein neues Jahr. Wir, die wir diesen Gottesdienst heute für Sie aufnehmen, sind Alexandra Behrendt an der Orgel, Henning Krey für den Gesang, Lothar Püschel für die Technik und ich, Pfarrer Michael Grebsch. Nehmen Sie sich doch Ihre Gesangbücher zur Hand, beten und singen Sie mit uns. Wir beginnen mit einem Lied aus dem EG Plus 111, Meine Zeit steht in deinen Händen. Thank you.
So lasst uns diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade Sie ein, Ihr Gesangbuch zur Hand zu nehmen und mit mir im Wechsel Psalm 121 zu beten. Sie finden ihn unter der Nummer 749 im evangelischen Gesangbuch. Und wir beten, wie wir es gewohnt sind, dass ich die ausgerückten Verse lese und Sie bitte, mit den eingerückten Versen zu antworten. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Gütiger Gott, du allein bist ewig, wir aber vergehen. Das vergangene Jahr legen wir zurück in deine Hände, all das Schöne und das Schwere. Nimm von uns die Angst vor dem Unbekannten, das vor uns liegt. Schenke uns die Gewissheit, dass uns auch im kommenden Jahr nichts scheiden kann von deiner Liebe, die in Jesus Christus ist, deinem Sohn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für den Altjahrsabend steht bei Matthäus im 13. Kapitel. Jesus legte ihnen ein Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Herr, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Amen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde hier in Nierstein und wo immer Sie uns zuschauen oder zuhören, viele Sprüche sind in diesen letzten Tagen und Wochen durchs Netz gegangen, wo es darum geht, dieses alte Jahr 2020 abzuhaken und nach vorne zu blicken in ein neues Jahr. Immer noch ist der 31.12. für uns eine Zäsur, die so etwas wie einen Neuanfang bringen soll. Nur leider hält sich dieses Jahr nicht daran. Immer noch können wir fürs kommende Jahr wenig planen, haben wir den Lockdown und auch unsere Gottesdienste bis zum 10. Januar ausgeweitet. Wissen wir noch nicht, wie es weitergehen wird, wann alle geimpft sein werden, wann wir wieder in ein mehr oder weniger normales Leben zurückkehren können. Viele Fragen bleiben über. Und doch hätten wir uns so sehr gewünscht, dass wir dieses Jahr 2020 hätten abhaken können, ausziehen wie ein altes Kleid, in die Altkleidersammlung, weg damit, neu anfangen. Mit frischem Mut, mit neuen Ideen, mit einem Nachholen all dessen, was wir in diesem Jahr versäumt haben. Doch war das nicht eigentlich immer so? War diese Zukunftsplanung nicht immer nur eine vorläufige und eingebildete? Die Sicherheit immer schon trügerisch und auch nur für einen ganz kleinen Teil der Menschheit überhaupt verfügbar? Der heutige Bibeltext erzählt eine Geschichte aus sehr alter Zeit. Aus dem Buch Exodus, dem Buch des Auszugs der Kinder Israel aus Ägypten. Und die Geschichte setzt ein, als die 10 Plagen gerade über die Ägypter hergefallen sind und der Pharao seine Erlaubnis zum Auszug gegeben hat. Und Mose und sein Volk ermahnt werden, die Erinnerung an diese Ereignisse wachzuhalten und von Kind zu Kindeskind weiter zu vermitteln. Da heißt es in einem Vers: Und wenn dich morgen dein Sohn fragen wird, was bedeutet das, sollst du zu ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt. Und wer schon einmal eine jüdische Passafeier gesehen hat, der erlebt genau das immer wieder, dass der Jüngste am Tisch den Hausvater, der den Vorsitz hat, fragen muss, was ist denn das Besondere an dieser Nacht? Und was bedeutet diese Nacht für uns? Befreiung aus der Sklaverei, ein Neuanfang. Aber zwischen dem gelobten Land und der Knechtschaft liegt dieser Weg ins Ungewisse. Und daraus hören wir jetzt einige Verse aus dem zweiten Mosebuch im 13. Kapitel ab Vers 20. So zogen die Israeliten aus von Sukkot und lagerten sich in Etnam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Und wir bitten dich, gib du uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde in Nierstein und wo immer Sie uns zuhören, ein Aufbruch ins Ungewisse. Ein Weg, von dem keiner wusste, wo er hinführt. Aber Gott geht mit seinem Volk. Sichtbar, wenn auch als Naturschauspiel misszuverstehen oder misszudeuten. Aber für allen die, die aus der Knechtschaft kamen, war es klar, Gott führt uns seinen Weg. Es war nicht der direkte Weg, wird in der Bibel erzählt, sondern Gott nimmt bewusst einen Umweg, um sie aus Kämpfen herauszuhalten.
Also man musste ihm nicht blind, aber sehend vertrauen, musste sich auf die Wolkensäule und die Feuersäule einlassen, musste bedingungslos hinterhergehen, um den richtigen Weg zu finden. Aber dann konnte man sicher sein, es geht aus der Sklaverei, aus der Schmach, aus der Knechtschaft, aus dem Kindesmord hin ins gelobte Land. Und Gott geht mit uns. Ich hatte in diesen Weihnachtsfeiertagen, die für mich mindestens so seltsam waren, glaube ich, wie für alle von Ihnen, immer mal wieder Gelegenheit, auch andere Predigen zu hören, andere Gottesdienste im Fernsehen zu sehen oder unsere eigenen Gottesdienste uns nochmal gemeinsam unterm Weihnachtsbaum im Video anzuschauen. Und da bin ich über eine sehr schöne Predigt einer früheren Praktikantin, mittlerweile einer geschätzten Kollegin von mir, gestolpert, die über die Weihnachtskrippe gesprochen hat, gesagt hat, da brauchte alles seine Ordnung, jede Figur hat ihren genauen Platz und ihre genaue Aufgabe, aber nach Weihnachten sind alle dann wieder weg. Die Könige ziehen in ihr Land zurück, die Hirten müssen wieder zu ihren Herden, Josef und Maria müssen vor der drohenden Verfolgung des König Herodes nach Ägypten fliehen. Zurück bleiben wie am Anfang Ochs und Esel. Aber sie hat gesagt, und dieser Satz ist mir geblieben, da ist ja noch mehr passiert in dieser Krippe. Gott ist zu uns gekommen. Und er ist nicht gekommen, um zu gehen, sondern Gott ist gekommen, um zu bleiben. Und das ist der Trostsatz über diese Weihnachtsfeiertage am Altjahrsabend und hinein in das neue Jahr 2021. Gott ist Mensch geworden, ist zu uns gekommen, um unser Leben zu teilen, um uns aus der Knechtschaft einen Weg zu führen hin in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Und er geht mit uns, zuverlässig, sichtbar, Tag und Nacht, mit einem klaren Plan und einem klaren Weg für jede und jeden von uns. Daher können wir unsere Zuversicht beziehen, wie lange es auch noch dauern mag, bis wir unser Leben wieder aufnehmen können, wie lange es noch dauern mag, bis wir unsere geliebten Menschen in den Arm nehmen und feste drücken können, wie lange es immer noch dauern mag, bis wir wieder riesige Hochzeiten mit Hunderten von Teilnehmern, große Konzerte und viele andere liebgewordene Feste miteinander feiern können. Gott ist gekommen, um zu bleiben. Gott führt uns aus der Sklaverei eines alten Lebens hin ins gelobte Land. In einem Buch, dem evangelischen Lebensbegleiter, habe ich eine kleine Übung fürs Jahresende gefunden. Vielleicht ist das ja auch etwas für Sie. Die macht man zu Hause mit einem Zettel und einem Stift ganz für sich und schreiben Sie einmal auf, was Ihnen im Jahr 2020 Freude bereitet hat. Ein Kontrast zu all den Jahresrückblicken, wo es vor Corona und Lockdown und so nur so wimmelt. Schreiben Sie doch mal auf, was Ihnen im vergangenen Jahr Freude bereitet hat und danken Sie Gott dafür. Und dann schreiben Sie auf die andere Seite oder unten drunter Ihre Sorgen und Ängste im Blick auf die Zukunft. Und wenn Sie das getan haben und noch einmal drüber gucken, dann sprechen Sie dazu die Worte aus dem Psalm, der dem ersten Lied, was wir gesungen haben, zugrunde liegt. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Gott ist gekommen, um zu bleiben. Bei Ihnen, bei mir, bei uns allen gemeinsam. Unsere Zeit steht in seinen Händen. Und unseren Weg können wir ihm anvertrauen. Denn er geht uns voran, bahnt uns den Weg, führt uns zur Not einen Umweg, der uns aber richtig ans Ziel bringt. In sein gelobtes Land, das Land der Freiheit, der Gemeinschaft mit Gott, der Zuversicht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Übergang und ein gesegnetes neues Jahr. Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam singen. Wenn Sie ein evangelisches Gesangbuch haben, dann schlagen Sie es auf unter der Nummer 65, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und wir sind es hier so gewohnt, dass wir es nach der Melodie von Siegfried Fied singen. Und wir singen die erste Strophe und die siebte als Refrain und dann die fünfte und nochmal die siebte als Refrain. Singen Sie gerne mit. Lasst uns Fürbitte halten und beten. Großer Gott, Schöpfer und Gestalter der Geschichte, lang ist ein Jahr und kurz, ein großer Bogen, ein kleiner Schritt. Am Ende dieses Jahres 2020 bringen wir Dank und Bitte zu dir. Nimm in deine Hände, was wir getan haben in diesem Jahr. Lass das Gute gedeihen, das Arge nimm zu dir. Bleibe bei uns und bei denen, die wir lieb haben. Dass Liebe trägt, Versöhnung gelingt, Neues kommen kann. Sei bei den Einsamen, den Trauernden gib Trost, den Kranken einen guten Schlaf, den Verfolgten einen sicheren Raum. Uns allen die Hoffnung auf deine neue Welt. Heute und im neuen Jahr. In der Stille bringen wir unsere ganz persönlichen Bitten vor dich.
Und gemeinsam beten wir weiter mit den Worten, die uns Jesus Christus geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleibt mir nur noch all denen Danke zu sagen, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben, und Ihnen unsere weiteren Gottesdienste ans Herz zu legen. Am 3. Januar werden wir einen Gottesdienst ins Netz stellen, den die Kollegin Katrin Berg dann gestalten wird. Und am 10. Januar wird der Gottesdienst wohl auch noch virtuell sein. Und wir werden in einer anschließenden Gemeindeversammlung die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kirchenvorstandswahl im kommenden Jahr vorstellen. Also auch diesen Gottesdienst legen wir Ihnen sehr ans Herz. Wenn Sie noch Geld spenden möchten für Menschen in Not, dann sei Ihnen die Seite weihnachtskollekten.de empfohlen, oder Sie spenden in ökumenischer Verbundenheit in diesen Tagen für die Sternsinger, die leider dieses Jahr wohl auch nicht von Haus zu Haus gehen können bei uns, aber wo man auch online spenden und sich die Lieder der Sternsinger gerne anhören kann. So geht in diese Abend und in das neue Jahr unter dem Segen unseres Gottes. Die Herren dieser Welt gehen, unser Gott aber kommt. Auf eurem Weg Gott entgegen, segne und begleite euch der barmherzige und menschenfreundliche Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Musik.